Immer noch Ballon. Und ich verrate dir, wir sind die Sackgasse gegangen. Und dieses Auge ist extrem hart. Weil es ein zappelt. Ja! Weil es was? Das da mit uns macht. Es zappelt ein, quasi. Du bist jetzt so ein dummes, kleines Etwas. Ja, ich merke das schon. Du musst das Auge zerstören. Möglichst bevor der eine Charakter von uns stirbt. Das ist nämlich gerade nicht so clever. Und wir haben übrigens ja nur 4 von... Ah, ich hab's zerstört. Ich hab's zerstört, laber man nicht. Tada. Nein, es war schon der rechte Weg. Wir mussten nämlich hier das erst zumachen und das ist halt das Problem. Gut. Weiter. Dui, dui. Zack, stirb. Stirb durch meine Axt. Ich nehme mir jetzt übrigens mal den Speer. Weil ich habe jetzt nämlich die Axt auf Level 1 gebracht. Bäh. Oh, das ist eine Wand. Ist doch. Wolltest du hier rüber? Das ist eine Sackgasse. By the way. Nee, wirklich? Ja, doch, ohne Scheiß. Boah. Übrigens, solches Zeug kriegt man nur mit Schwert oder Axt kaputt. Ja, da bin ich wohl auch schon drauf gekommen. Irgendwie, ich weiß nicht wieso, aber irgendwie bin ich drauf gekommen. Da komme ich ja durch. Das wollen wir neu. Oh, stirb, du Drecksviech. Zack, hast du es gesehen? Mit Drehen, bevor ich gestochen habe. Aha. Und wieder einer tot. Zack. Ja, zu dritt ist das Ganze schon viel einfacher. Ja, ja. Und stell dir mal vor, man könnte es auch noch zu dritt spielen. Oh. Ja. Voll das Mysterium, ey. Vielleicht kriegt man es ja irgendwann mal zum Laufen. Ja, irgendwann. Moment. Oh, wir haben noch ein Bonbon. Bäh. Wir brauchen eine Axt. I'm using. Was soll der Scheiß? Ich hab eine Kack-Axt. Ich wollte schon sagen. Lass es mich vernichten. Wo hast du die Axt eigentlich her? Die hat uns eben der blöde Zwerg hergestellt. Stimmt. Ja. Ist übrigens eine hübsche Level-Gegend. Der Gegner kann ja nicht erreichen, aber man kann die ganze Zeit ihn angreifen. Das klingt voll cool. Was? Der Gegner kann uns nicht angreifen. So viel zum Thema nicht angegriffen werden. Bang! Dragon erreicht Level 5. Ruhe. Was ist das? Da kann man später eine Peitsche benutzen. Kriegen nämlich noch als Waffe eine Peitsche. Und eine Zeitbombe. Die weniger gute Ausführung einer Truhe. Tja. Würde ich mal sagen, fail. Josh. Selber Josh. Hey, das ist meine Art, ja zu sein. Und jetzt kommt so ein scheiß Problem, was öfters mal die NPCs machen, wenn irgendwo ein Gegner ist, dann neigen die festzustecken. Das ist lästig. Tja, deswegen sollte man auch besser mit Spielern spielen, ne? Gegner schieben! Ja, tut mir leid, dass die Technik es uns nicht erlaubt. Ich würde ja gerne zu dritt mit... Ja, aber es wäre voll cool und so. Ja. Sehe schon, du bist immer zu faul zum Wechseln. Immer muss ich alles machen. Zack, und stirb. Das ist toll, dass wenn ich ihn getroffen habe und du ihn nochmal angreifst, dass dein Schaden trotz allem noch zählt. Wir kommen da. Oh, ich komme doch ran. Ein Bonbon, genau das haben wir gebraucht. Und was, wir sehen, wie toll ich den getroffen habe. Das war ich. Ja, ich weiß, weil ich komplett in die falsche Richtung geguckt habe. Oh. Das ist so blöd, beide die Treppe hochzulaufen. Hast du gehört, das Geräusch klang anders. Denn... wir haben unseren Lieblingsfreund nochmal. Oh Gott. Ja, jetzt sind die standardmäßige Gegner, die einen unterwegs einfach so
über den Weg laufen. Die machen ja auch ziemlich gut Schaden, ne? Ja, die sind schon ziemlich heftig. Aha, Bluru erreicht das nächste Level. 10. Boah. Sackgasse. Nein, ich will nicht so eine Sackgasse. Und der hat sich für den rechten Weg entschieden. Und ich wurde wieder mal gezappelt. Nein! Oh fuck, jetzt ist mein Charakter gestorben. Das ist Lebenswasser. Ja, ich war auch einkaufen. Krass. Und zwar dreimal, weil das ist eigentlich schon ziemlich teuer, das Zeug. Aber wir treffen später noch meinen Händler und den müssen wir unbedingt benutzen, auch wenn er teuer ist. Hat er sich geheilt? Nein, nein, das war jemand anders. Und rat mal, wer da drüben. Übrigens, hier ist ein schöner Punkt, um den jetzt einfach platt zu... Er trifft uns trotzdem. Ah, du Monster! Echt, wie kann der eigentlich so treffen? Wie triffst du ihn eigentlich? Na, wir können da nicht hoch, oder was? Der Speer ist eine lange Waffe. Dragon erreicht das nächste Level. Oh, ich wurde gezappelt. Ich kann laufen. Was? Das blöde Ding kann auch Kraftwasser. Ja, die Viecher sind für mich somit ziemlich die lästigsten, weil die doch extrem viel Schaden machen. Stirb. Aber wir kommen ziemlich gut voran, muss ich einfach sagen. Ja, findest du? Ja. Wirklich? Doch, wirklich. Wow. Ohne Scheiß. Okay, ich verarsch dich, wir sind total lahmarschig. Wow, wo kommt der denn her? Haha. Aber es ist wirklich, diese Viecher sind lästig. Ich mag keine Gegner, die Gegner beschwören. Und noch andere Blöde. Ich mag keine Gegner, die zappeln. Ja, ich mag nicht gezappelt werden. Guck mal, die greift das Möbeljahr an. Okay. Ja, gibt nämlich hier auch noch fiese Stühle. Aber es bringt ja alles Erfahrungspunkte. Und sie machen tolle Geräusche, wenn sie sterben. Naja, schon ein bisschen besser. Also, du bist überhaupt nicht polyphon genug dafür. Was bin ich nicht? Ja, diese Bestien. Zack. So, ich wechsle mal zur Klaue. Ich kann nämlich wirklich diese Waffen alle hochleveln und. Ist das denn wichtig? Ja, sie machen, du kannst sie dadurch aufladen, das macht. Natürlich ist gegen die eine Nahkampfwaffe zu benutzen echt kacke. Gerade die Klaue, wo du ganz nah ran musst. Und offensichtlich ist der Computergegner echt blöd. Und das war eine Sackgasse. Mit Stuhl. Mit Stühlen. Die Mehrzahl von Stuhl sind Stühle. Das heißt ja auch echt? Stuhlgang. Warte. Du hast Level 10 erreicht. Ja, ja, deswegen habe ich jetzt wieder mehr Lebenspunkte. Genau das richtige Level, was man hier ungefähr haben sollte. Echt? Ja, ja. Hast du denn viel gelevelt oder nur ein bisschen? Ah, ich meine, ich war die ganze Zeit bei den grünen Schleimen, da geht das. Okay. Ja? Das waren also extrem schwache Viecher, oder? Oder sind es zwei oder was? Witz. Naja, es waren ja vorher schon zwei, jetzt stehen sie nur auf einen Haufen. Dragons Waffe. Mist, jetzt muss ich den schon neu geben. Ah, im Speer hat erstmal eine Weile zu knuspern. Oh, du machst dich gut, du hast lange keinen Treffer mehr eingesteckt und wir haben 34 GM gefunden.
Wenn wir noch mehr GMs haben, können wir einen ganzen Server aufmachen. Jo, eigentlich reicht dabei nur eine oder zwei. Ja, du musst es dir unbedingt zwei sagen. Ja. Warum zwei? Wenn wir jetzt zwei von denen haben. Oh Gott. Das ist so schön, dass der Schaden trotz allem, auch wenn die sich heilen, danach einfach reinprockt, ne? Ja. Das ist schon sehr praktisch. Ich finde das Spiel bisher ziemlich cool. Das ist auch ziemlich cool. Wir gehen nach hier unten. Weil, wie ich weiß, ist hier erstens eine Wache. Und eine Katze. Er gehört zu Hagen. Hagen? Wer ist Hagen? Ja, das war zwar nicht der Text. Wo ist denn Hagen? Meinst du vielleicht den Hagen? Gut, wie hast du...